Ich heiße Annette Protz und ich arbeite beim Fedpool. Da möchte ich nicht drüber reden. Das ist top secret. Ja, also kann man schon sagen, einige Unterschiede. Es fängt auch schon bei der Co-Pronto-Stelle an eigentlich und hört im Büro auf, dass eigentlich alles verstaubt ist und alles ziemlich back to the roots. So. Nein, also ich bin sehr zielorientiert und sehr karriereorientiert. Für mich ist das schon das an erster Stelle. Ich möchte ganz weit offen kommen und ich bin noch gar nicht dort, wo ich eigentlich sein möchte. Ich habe eine Familie und die ist mir sehr wichtig, aber mein Beruf steht für mich schon an erster Stelle. Patrick? Ja, bist du's? Meinst du, könntest du mir Kaffee rauslassen? Ja, super. Danke, ciao, ciao. Wer war das? Der Patrick, der Praktikant von denen. Also komm, wir legen uns ins Hau. Ich bin ausgelaufen oder bin drauf gelaufen. Hogenbeine sind Spinnenbeine. Oder irgend so etwas, irgendeine Spinnenart. Versteht kein Mensch, oder? Also, ich verstand sie nicht. Ich bin schlagfertig, ich bin zielorientiert und ich bin ehrgeizig. Ich bin wie so, ich bin auf meinem Weg und den gehe ich dann auch. Und meistens eigentlich allein. Der Bugs? Chaotisch, ich glaube, wir sind ganz anders vom Typ her, aber ich glaube, mir, also er ist auch jemand, der er steht mega für das ein, was er kämpft irgendwie. Er ist so, er will etwas und er kämpft dann für das, egal was die anderen sagen. Das bewundere ich sehr am Bugs. Loi. Ich bin eigentlich wieder, aber Loi. Das ist einfach ein Tier, wo eine Herde antreibt, oder? Also, ja, ein Loi halt. Also. Loyalität an oberster Stelle, eine gute Ausbildung, extrem viel Know-how. Also, ja, also wir müssen ein bisschen Schule machen, für das ich jetzt hier sitze. Ja. Und haben Sie das Gefühl, die Polizeistation erfüllt auch die Drücke? Da möchte ich eigentlich lieber nichts dazu sagen. Das kann man streamen, das kann man im Fernsehen jeden Sonntag schauen auf SRF 1. 5 Folgen kommen dort. Und auf Sky Show wird es auch gezeigt. Und dort kann man, soweit ich weiss, alle 5 Folgen gerade Jack Boom anschauen. Können Sie mir noch Ihre Nummer geben? Weil einfach, dass wir auch das Interview gegenlesen können, ist wichtig. Sie bin gut. Danke. Herr? Schneider. Ist das gesehen, oder? Ich muss nämlich wieder arbeiten. Ah, Patrick, weißt du, was ich vergessen habe? Ich brauche unbedingt noch Druckerpatronen. Ja, schon wieder alle. Ja. Genau in dieser einen Kiste. Ganz hinten im Lager. Ja.